Die DENA Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität ist eine Perspektive von mehreren Perspektiven, aber eine, die aus der Perspektive der angewandten Energiewende und des angewandten Klimaschutzes entstanden ist, mit den Akteuren, die das am Ende letztendlich realisieren müssen. Deswegen glauben wir schon, dass es ein guter Blick auf die Dinge ist und hoffentlich hilfreich für die politischen Entscheidungsprozesse. Ich werde oft gefragt, was das Besondere DENA Leitstudie gerade im Vergleich der anderen großen Studien ist. Und die Antwort ist gar nicht so wichtig. Es geht nicht darum, ob die eine oder die andere Studie recht hat oder falsch liegt. Es geht darum, dass die verschiedensten Studien verschiedene Perspektiven haben und aus der Zusammenschau der verschiedenen Erkenntnisse das ganze Große entsteht. Wir machen ja im Rahmen der DENA Leitstudie eine sehr umfassende Modellierung von einem klimaneutralen Energiesystem in 2045. Das heißt, wir schaffen im Endeffekt ein konsistentes Bild davon, wie so ein System aussehen kann und wie man zu so einem System gelangt. Und von daher denke ich, dass die DENA Leitstudie hier wichtige Impulse für die Debatte liefern kann. Es ist natürlich klar, dass wir hier nur eine Lösung für diese Problematik aufzeigen, aber trotzdem leistet das, denke ich, einen sehr wichtigen Beitrag für die wissenschaftliche und politische Debatte rund um Klimaneutralität. Ich denke, die DENA Leitstudie hat eine große Relevanz im Hinblick auf das Erreichen der Klimaneutralität 2045. Wir haben ja einen sehr umfassenden Stakeholderkreis an Bord, angefangen mit dem Beirat, mit den anderen Gutachtern, mit den Kollegen der DENA, aber auch mit verschiedenen Praxispartnern aus den unterschiedlichsten Bereichen, sodass wir eigentlich eine umfangreiche Expertise in die Studie mit einbringen können und eben auch eine sehr große Detailtiefe in unseren Szenarien abbilden können und so einen möglichen Weg eben aufzeigen können, wie die Klimaneutralität 2045 erreicht werden kann. Die DENA-Leitstudie ist parteineutral gestaltet gewesen. Das heißt, es sind wirklich neutrale technische und kaufmännische Daten eingeflossen. Und dementsprechend bietet jetzt die Studie einen großen Blumenstrauß an Erkenntnissen, an Ideen, an Lösungswegen. Und auf diesen Blumenstrauß kann jetzt eine neue Regierung, egal welcher Couleur, zugreifen und letztendlich die Schritte einleiten, die Entscheidungen treffen, die eine Entwicklung in Richtung Klimaneutralität beschleunigen. Von der neuen Bundesregierung erwarten wir eigentlich schnelle Maßnahmen und da braucht sie natürlich auch Anhaltspunkte. Was es natürlich braucht als in erster Linie ist ein ganz, ganz schneller Ausbau der erneuerbaren Energien, ein Umbau unserer Industrie und natürlich die Elektrifizierung und starkes Voranbringen der Elektrifizierung im Verkehrs- und Gebäudesektor. Und da kann die Leitstudie gute Anhaltspunkte bieten. Sie hat an vielen Stellen sehr gut herausgearbeitet, dass eine weitgehende Elektrifizierung sehr effizient und kostengünstig ist und auch sozusagen zur Emissionsreduktion sehr gut geeignet. Und da erwarte ich dann von der Bundesregierung, dass sie solche Dinge von der neuen Bundesregierung, dass sie sich darauf fokussiert und das entsprechend auch schnell umsetzt. Also meine große Hoffnung ist, dass die neue Bundesregierung die DENA-Leitstudie als das begreifen wird, was sie ist. Ein Beitrag zur Diskussion, eine rationale Basis, um eine Energiewende-Politik zu betreiben, die uns wirklich in Richtung Klimaneutralität führt? Ja, die Wirkung einer solchen Studie ist natürlich hoffentlich Streit und Diskussion. Denn der Weg nach vorne ist nicht eindeutig. Es gibt verschiedene Pfade und Politik muss sich damit auseinandersetzen. Und wir wünschen uns natürlich, dass die neue Bundesregierung das tut, dass sie diejenigen, die derartige Studien gemacht haben, zusammenholt und gemeinsam diskutiert, was spricht für den einen Weg, was für den anderen. Da sind wir gerne dabei und nur so kann es am Ende auch gelingen.